Herzlich willkommen zum neuen Bad. Wir haben sie flachgelegt. Yay! Yeah! Erfolg, Romantiker. Endlich haben wir es geschafft. Guck mal, sie steht da auch auf dem Bett. Sie liegt nicht im Bett, sondern... So, ich wollte einfach das Ende vom letzten Part wirklich so lassen. Das dachte ich mir, passt ganz gut. Auch wenn wir noch ein Schild und eine Waffe auf dem Rücken hatten. Aber passt schon. Mit Waffen hat man einfach mal besser Sex. So, Hallo, du weißt, dass ich dich liebe, oder? Ja. Ich wollte es nur noch einmal gesagt haben. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Mitkommen. Na gut. Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Wie geht es dir? Mir gut, okay, da können wir jetzt nicht wirklich viel machen, außer ich penne noch mal eine Runde, weil das ist irgendwie gerade so Mitternachts-Style. So, also wir haben ja einiges zu tun, nicht nur, dass wir Karte jetzt... Den ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Sohn. Okay, da... nee, okay, gut, haben wir immer noch nicht. Warum bin ich jetzt eigentlich nackig? Also, ich meine, ist ja... Also, wahrscheinlich wegen der Animation haben sie das gemacht. Okay. Aber cool. So, dann haben wir die Romantiker-Geschichte jetzt auch schon mal hinter uns. So, also, wir haben jetzt ja scheiße viele Hauptmissionen. Meines Erachtens. Und zwar nämlich die gesamten... Ach du Scheiße. Ach du liebe Güte. Ja, der Reaktor, das müsste ja hier bei uns in der City sein. Von da aus ist das schon mal in der Nähe. Sind wir eigentlich Level abgestiegen? Nee, ne? Wir haben immer noch kein Level ab. Auch wenn ich es mir so gerne wünschen würde. Nee, der hat nichts für uns. Neue Ausrüstung. Commander. Danke, Crony. So. Da unten ist ja ein Händler. Den können wir jetzt erstmal voll blubbeln. Weil wir brauchen Pfeile. Zeig mir... einfache Pfeile, Dankeschön. Gekauft. So, 80 Stück sind zwar echt nicht viel. Aber immerhin. Nee. Kann jetzt auch nichts mehr. Hallo, Luffy. Hallo, Ray. Siedler, okay, kenne ich noch nicht. Ich habe eine passende Reaktorspule für den Gleiter gefunden. Hey, das ist... Das grenzt an ein Wunder. Naja, fast. Ich mache mich sofort an die Arbeit und baue das Ding ein. Und wieder ein Rückblick. Woo! Ich sag immer noch Rückblick. Obwohl ich jetzt schon eines Besseren belehrt worden bin und mir selber gesagt habe, nein, es sind keine Rückblicks. Rückblicks. Ist auch schön, ne? Total falsch. Rückblicke. Aber man kann auch Rückblick sagen. Das klingt auch viel schöner. Oh, wo ist das denn? Das sieht so aus, als wenn das hier in der Nähe ist. Nicht so weit weg. Da waren wir schon mal. Das kennen wir. So, da sind wir. Sieht ganz so aus, als hätte ich in der letzten Schlacht wesentlich mehr tödliche Treffer erzielt als du. Fängst du jetzt damit an, die freien Menschen zu schonen? Wie oft waren wir jetzt schon gemeinsam auf der Jagd, bei der ich klar der Bessere von uns beiden war? Du wirst schwach, Jax. Ein inakzeptables Verhalten. Wenn ich es nicht besser wüsste, könnte man vermuten, du hättest deine Elex-Rationen abgesetzt. Sind das etwa erste Anzeichen von Emotionen für die freien Menschen? Sprich nicht so mit deinem Bruder. Deine Familie war stets über jeden Zweifel erhaben, Kallax. Die Order des Hybriden war mehr als eindeutig. Kampf dem Verrat. Keine Macht den Separatisten. Bei ersten Anzeichen von Emotionen innerhalb der Armee muss Meldung gemacht werden. Familie oder nicht. Du weißt selbst, dass wir wachsam sein sollen, Vater. Ja, und wir werden sie befolgen. Doch du hörst jetzt auf, an der falschen Stelle nach Verrätern zu suchen. Er tut nur seine Pflicht, Vater. So wie wir alle. Ja, unsere Pflicht.
Doch am Ende müssen noch genug von uns da sein, damit diese Pflichten verrichtet werden können. Okay. Gab also anscheinend immer schon ein Zwiespalt zwischen dem Bruder und unserer Wenigkeit. Und der Vater war wahrscheinlich so der Mittelsmann, der dazwischen versucht hat zu vermitteln in irgendeiner Art und Weise. Aber anscheinend auch nicht so mit Erfolg gekrönt, wie man gerade gesehen hat. Interessant. Sehr interessant. So, interessanter Rücken. Naja, eine Sache macht mir aber immer noch Sorgen. Was denn? Ich sag's dir, wenn ich mir sicher bin, okay? Je eher ich mich dran setze, umso schneller bin ich fertig. 2000 Erfahrung. Ist ja nett mit dir. Ist immer noch der Bug da, dass man da durchspringen kann? Ja. Tja, okay, das hätten wir. Jetzt nicht. Muss ich mal schauen. Was wir denn jetzt machen? Mir fehlen nur noch ein paar Pünktelchen. Das ist doch zum Kotzen. Das ist nicht viel. Ich brauche Beweise. Ja, das ist schon mal nicht gut. Lass mal gucken. Müsste jetzt auf der Karte ja eingezeichnet sein. Ja, das ist der letzte Konverter. Okay, Krieg der Maschinen. Alle Konverter der freien Menschen ausbeuten sollten abgeschaltet werden. Konverter erinnern. Wir müssen das machen, weil das ist, glaube ich, so eine Quest, die andere Quest erfüllt. Von da aus müssen wir gegebenenfalls erstmal mit ihmchen reden. Obwohl wir ja da schon waren, müssen wir dann nochmal mit ihm reden, damit wir die Konverter abschalten können. Und spätestens, wenn wir die Aufgabe gemacht haben, haben wir den Level up. Und dann haben wir auch die nötige Intelligenz, nicht nur um unsere Angriffskraft noch zu stärken, sondern auch um endlich mal andere Zauber zu lernen von den Berserkern, wohl bemerkt. Und da gibt es ja einige nützliche Sachen, wie zum Beispiel Rüstung, höhere Rüstung, Giftaura und hast du nicht gesehen. Das ist natürlich schon echt eine fette Angelegenheit, die man so nebenbei auf jeden Fall mal mitmachen sollte. Was ich nur ein bisschen schade finde, dass das irgendwie nicht so ganz ineinander greift, habe ich so das Gefühl. Also in dem Bezug, entweder du konzentrierst dich wirklich nur auf Nahkampf, was du denn aber auch, überleg mal, wie lange ich jetzt schon spiele, das sind ja schon über 50 Spielstunden, die ich hier investiert habe in dem Spiel. Und wir haben immerhin, wir haben noch bislang wenig Magie benutzt. Sie war zwar immer ein kleiner gewisser Bestandteil, aber nie wirklich, ja, ausschließlich dafür da, um auch mal zu killen. Deswegen frage ich mich, wenn man sich für Magie entscheidet, ob das überhaupt möglich ist in dem Spiel. Ich bezweifle es momentan, um ehrlich zu sein. Außer du skillst am Anfang permanent auf Magie. Aber, was denn wieder das große Aber ist, du kriegst. Es sind Unreine unter uns. Seid vorsichtig. Du kriegst ja gar keine Fertigkeiten, solange du keiner Angehörigkeit dazugehörst. Ach, hier haben wir auch noch einen Portpunkt. Gut zu wissen. Jetzt haben wir einen. Naja. Reden wir mal mit ihmchen hier. Hallöchen! Wo sind die anderen Judikatoren? Judikator Johann ist leider auf dem Schlachtfeld gefallen, mein Sohn. Möge Kalan seiner Seele gnädig sein. Judikator Ulbricht, unser oberster Feldherr, ist in den oberen Gefilden dieser Kathedrale. Er sinnt über seine Pläne für das weitere Vorgehen im Krieg gegen die Alps. Aber geh ruhig zu ihm. Er hat immer ein offenes Ohr für Informanten von draußen. Achso, er ist gar nicht da. Nach oben. Wie komme ich denn hier nach oben? Muss ich im Fahrstuhl benutzen? Oder? Hä? Jetzt mal ernsthaft. Doof? Schön. Wie komme ich denn da hoch? Wo ist der Fahrstuhl?
hier irgendwas übersehen? Hier darf ich nichts nehmen. Ach, da, ja, okay. Wollte schon sagen, also irgendwie. Nee. Das war doch schon richtig. Meine Güte, ist das hier. Man kennt sich halt hier nicht aus, ne? Was haben wir denn da alles liegen? Egal, wir wollen nichts. Ah ja, Böses tun. Ein Neuankömmling, wie ich sehe. Lass mich dich anschauen. Dein Gesicht verrät mir, dass du schon so manchen Kampf bestritten hast. Deine Augen verraten mir, dass du großes Potenzial hinter deiner Fassade verbirgst. Was auch immer dir widerfahren sein mag, nun bist du frei, mein Sohn. Ab jetzt wirst du den rechten Pfad des wahren Glaubens gehen. Die Kleriker hören sich alle selbst gern reden. Wir reden, weil wir die Wahrheit verkünden. Na denn? Wir müssen reden. Ein Mann der Tat. Du kommst gleich zur Sache, wie es aussieht. Also gut, warum bist du hier? Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Du bist der oberste Judikator, Anführer der Kleriker. Du führst den Krieg der Kleriker in Ignadon außerhalb der Mauern des Horts. Du willst über den Krieg sprechen, ja? Du willst wissen, warum wir immer noch verweilen und unsere Kräfte sammeln, anstatt den Feind im nördlichen Converta anzugreifen? Du willst wissen, welche Strategie der oberste Feldherr der Kleriker plant, um die Alps zurück in ihr verfluchtes Eisland zu treiben? Oder bist du nur hier, um mir ins Gewissen zu reden, die Leben der Menschen hier zu schützen und die Waffen niederzulegen? Was es auch ist. Das sind Dinge, die den Judikatoren vorbehalten sind, mein Sohn. Deine Aufgabe ist es, zu vertrauen. Nur wer fest im Glauben ist, kann uns dienlich sein. Jeder, der unreines Gedankengut verbreitet, wird im Feuer dieses Berges verenden. Denk immer daran. Spar dir deine Drohungen. Ohne meine Hilfe werdet ihr nicht weit kommen. Irgendetwas sagt mir, dass ich dich kenne. Dein Gesicht. Nein, du bist kein einfacher Mann. Deine Rolle könnte bedeutend sein in diesem Krieg. Also gut. Lass uns darüber sprechen. Doch vorher sagst du mir, wer du warst, bevor du den Hort betreten hast. Ich bin Jax, Alpkommander und oberster Feldherr des Eispalastes. Ihr freien Menschen nennt mich die Bestie von Xakor. Ich wusste, der Tag würde kommen, an dem der Feind seinen Weg direkt in meine Kathedrale finden würde. Deine Tarnung ist exzellent. Ihr Alps habt gelernt. Verflucht sei der Eispalast und seine Höllenbrut. Also, verrichte deine Mission, Alp. Zieh deine Waffe. Diese Kathedrale soll unser beider Grab sein. Ich bin nicht hier, um dich zu vernichten. Ich bin kein Alp mehr. Aber was? Meine Elix-Kräfte sind vergangen. Mein Wort hat kein Gewicht mehr am Hofe des Eispalastes. Ich wurde verraten und bin nun ein Gejagter meiner eigenen Leute. Ist es also wahr? In der Tat. Mich erreichten Gerüchte um dein Exil und deinen Absturz in den Bergen von Edan. Aber ich hätte niemals geglaubt. Und doch stehst du nun hier. Ein Wandler zwischen den Welten. Aber du bist unerschrocken und mutig. Kriterien, die wir hier im Hort oft vermissen. Egal, wer du gestern noch warst. Der Mann, der hier vor mir steht, hat einen gewissen Ruf, der ihm vorauseilt.
Du hast großes Potenzial, das wir gut gebrauchen könnten in diesen dunklen Tagen. Ja, ja, erst will er mit mir kämpfen und jetzt auf einmal... Also sprechen wir über den Krieg. Was willst du wissen? Erzähl mir von den letzten Angriffen der Alps auf den Hort. Du müsstest doch genau wissen, wie das abgelaufen ist, Bestie von Xarkor. Aber gut, ich schildere dir meine Sicht der Sachlage. Die letzte Welle der Alps ist jetzt schon einige Monate her. Unsere Verluste waren verheerend. Judikator Johann war an vorderster Front. Sein Tod war ein Schock für uns alle. Ich bin mir sicher, wenn die Alps wüssten, wie es um uns bestellt ist, würden sie es wieder versuchen. Also, wenn du doch noch deine Meinung änderst und uns verrätst, wirst du der Erste sein, den wir richten werden, Alp. Seitdem haben sie sich im Konverter verschanzt. Nur Gott weiß, wie viele Maschinen sich wirklich hinter seinen Toren verbergen. Der Alp-Commander im Konverter, mein direkter Gegenspieler, wartet nur darauf, dass wir den Hort verlassen. Nach meinen letzten Informationen unterstehen Commander Jurek etwa 3 Garnisonen Soldaten, etliche Kampfmaschinen und eine Handvoll Kolosse. Doch ist der Stand meines Wissens schon einige Wochen alt. Wir müssen mehr als gut vorbereitet sein. Ihr rüstet für eine Schlacht gegen den Konverter in Ignadon? Der Konverter muss endlich seinen Betrieb einstellen. Es ist der einzige Weg, um Ignadon zu befreien. Doch leider ist er bis unter das letzte Deck voller Maschinen und Soldaten, die uns daran hindern werden, wenn wir es versuchen. Nur mit einer gut geplanten Großoffensive werden wir erfolgreich sein. Worauf wartet ihr noch? So wie ich das sehe, habt ihr mehr als genug Maschinen. Das mag sein. Doch muss sie jemand führen. Nur Reinhold und ich sind dafür qualifiziert genug. Jedoch wird das nicht reichen. Judikator Johann fehlt uns. Sein Tod schadet uns mehr, als ich zugeben möchte. Wir brauchen einen neuen Feldherrn. Naja, wer wird das wohl sein, oder? Was ist mit mir? Das könnte dir so passen, Bestie von Xarkor. Außerdem, wie steht es um deine Reinheit? Wann hast du das letzte Mal etwas Elex-haltiges konsumiert? Nun ja. Dachte ich mir. Wenn du willst, kannst du an der Schlacht teilnehmen. Doch als Soldat. Wir brauchen einen erfahrenen Feldherrn, der auf den Konsum von Elex-haltigen Substanzen verzichtet. Das ist sowohl höchst unwahrscheinlich als auch... Töricht! Es ist eine Sache des Glaubens. Kein Kleriker würde einen Feldherrn akzeptieren, der nicht rein ist. Ich werde einen reinen Feldherrn für deine Großoffensive finden. Tja, ist ja nicht so, als hätten wir es nicht schon versucht. Doch wachsen solche Experten nicht einfach so aus dem Boden. Und doch, bei uns im Hort sind zumindest schon 2, die es können. Reinhold und ich. Warum sollte es bei den anderen Gemeinschaften nicht auch mehrere in einer Truppe geben? Berserker, Separatisten, von mir aus sogar Outlaws. Völlig egal. Nur rein muss er sein und bereit sein, sein Leben für die Menschen hier in Ignadon aufs Spiel zu setzen. Wenn du es so sagst, hört es sich noch unwahrscheinlicher an. Ich weiß. Aber wir haben keine andere Wahl. Am besten, du befragst als erstes die obersten Anführer der anderen Gemeinschaften. Vielleicht haben wir ja Glück. Naja, gut, also... Du musst einen... Ich meine, wem wir da fragen könnten, ist natürlich ganz klar... Also ich... Nee. Also, Entschuldigung. Thorald ist natürlich pornös, aber er wird wahrscheinlich nicht können.
kann ich mir jetzt schon vorstellen, er wird definitiv... Nee, den will ich jetzt auch nicht. Ich gehe einfach zu unserem obersten Anführer und frag den, weil der scheint mir bislang am... Naja, er konsumiert ja Mana und Mana ist ja eigentlich nur das umgedreht... Das ist eine andere Version von Elix. Also rein theoretisch ist er nicht so unbedingt rein. Also entweder das ist jetzt so eine Aufgabe, die so nach dem Schema, du gehst eh zu den ganzen Leuten, die du jetzt so sympathiehaft so abklepperst, geht aber nicht, weil die alle nicht rein sind, in Anführungszeichen. Und es bleibt dann zum Schluss nur einer übrig, den du dir so oder so nicht aussuchen hättest können. Könnt ihr mir vorstellen, dass das jetzt so eine Questreihe ist? Oder ist es wirklich jetzt so eine Aussuchtschema, was ich jetzt aussuchen darf? Aber ich bezweifle, dass Imchen, obwohl, er kämpft ja im Interesse, aber er hat ja eigentlich den Standpunkt geäußert, dass er da nicht weg kann und seine Aufgabe dort machen muss. Von da aus wird er in meinen Augen wahrscheinlich auch nicht dazu bereit sein, da jetzt zu kämpfen. Ich bin Thorald begegnet und er war, naja, sagen wir, sehr beschäftigt. Nun, wenn das wahr ist, dann wurde dir die Ehre zuteil, einen der größten geistigen Anführer kennenzulernen, die Edan je gesehen hat. Er wird schon wissen, was er tut. Und ich hoffe, er kann bald wieder bei uns sein, wenn seine Mission erfüllt ist. Tja, aber bis es soweit ist, haben wir hier unsere eigenen Probleme in Goliath zu lösen. Judikator Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherrn für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadon. Ach ja? Wir haben selbst nicht genug qualifiziertes Personal. Schon gar nicht für die Kleriker. Wieso? Wusste ich's doch. Konnte ich mir schon denken, dass das so abläuft. Nach dem Schema, nach, du musst leider den nehmen, der übrig bleibt. Wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Tja, ich probier's zwar mit ihnen, weil ich halte ihn für wahrscheinlich am rein... Also, ich weiß nicht, vielleicht ist er der reinste. Naja... Aber ich bezweifle, dass er nicht weg kann an diesen Ort, weil er will ja da irgendwas, eine Studie machen oder was auch immer da, ne? Er versucht ja das Elix umzukehren. Was das früher wohl mal war. Von da aus, naja, wir probieren unser Glück. Hier hätten wir auch noch so viel zu erkunden, aber ich will jetzt gerade ein bisschen so die Hauptstory ein bisschen durchheizen. Von da aus entschuldigt jegliche Nicht- Durchsuchung der ganzen Sachen. Der Reaktor meines Gleiters ist wieder nahezu einsatzbereit. Das ist gut. Wir werden deinen Gleiter noch brauchen. Sagst du mir auch wofür? Er könnte der Schlüssel zum Eispalast sein. Lass ihn ordentlich fit machen. Bis wir soweit sind, muss er voll einsatzbereit sein. Soweit, so gut. Doch gibt es noch einiges zu tun, bevor ich bereit bin, mein Wissen mit dir zu teilen. Die Alps müssen erst den direkten Zugriff auf die Länder der freien Menschen gänzlich verlieren. Komm wieder, wenn du mehr zu berichten hast. Judikator Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherrn für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadon. Wenn ich jemanden erübrigen könnte, würde ich ihn dorthin schicken. Leider fällt mir niemand ein. Ach ja... Ich hätte es ja fast geahnt, dass das so kommt, wie es jetzt gerade kommen muss. Jetzt mache ich das, was ich eigentlich sehr ungern tue. Logan vor allem. Logan. Oh Gott. Ja, ich werde erst Logan machen und dann den Separatisten. Obwohl ich mehr Sympathiepunkte für die Separatisten schon habe als für Logan. Logan ist einfach eine fiese Schlange. Und ein Unmensch. Also ihn als Feldherr zu nehmen, ist eigentlich schon eine Beleidigung für sich und eigentlich eine Missachtung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, ich glaube, mal ganz im Ernst, Logan ist so eher vom Charakter her, ihm interessiert das auch, glaube ich, gar nicht. Ich meine, die haben zwar alle den gleichen Gegner, aber ich glaube, er beruht sich da auf seinen Status hier, er ist der King in der Wüste und alles andere ist ihm, glaube ich, scheißegal. So habe ich das Gefühl, ebenfalls. Aber mal gucken, vielleicht lasse ich mich auch eines Besseren belehren, aber ich behaupte, er wird auch sagen, nö, kein Bock. Judikator Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherrn für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadon. Was denn? Soll ich etwa diese Mistkerle auch noch unterstützen? Wer glaubt denn sowas? Erfahrener Feldherr. Dass ich nicht lache.
Ich hatte eh nicht damit gerechnet, dass es bei den Outlaws jemanden geeigneten gibt. Ach ja? Das erzähl mal besser nicht meiner Schwester Nasty. Sie würde dir den Kopf abschneiden für diese Bemerkung. Ich sag dir, es gibt niemanden auf ganz Magalan, der besser einen Trupp Kämpfer führen kann als sie. Und jetzt halt dein vorlautes Maul. Verstanden? Warte mal, ich will mal eins testen. Ich speichere mal kurz einen Quicksave ab. Ich will's einfach mal nur austesten. Die Waffe steckst du besser weg. Kann man nicht töten. Schade. Alle bewusstlos. Ich glaube, ich lade den aber nochmal neu. Das bringt uns so, glaube ich, nichts weiter, glaube ich. Na, schließt auch mal wieder auf. Oh mein Kopf. Das machst du nicht ungestraft. Ja, gut. Laden wir mal ganz schnell. Ich dachte mir, komm, probierst du mal den Typen da eins mal auf dem. Einfach mal in die Fresse zu hauen. Er hat's ja verdient, oder? Er hat's doch verdient. Aber schade. So weit kann man's denn doch nicht treiben wie bei Gothic, dass man einfach mal ganze Dörfer ausrotten kann. Schade. Aber immerhin, wir konnten Logan mal eben eine klatschen. Plus seine Wachen, also. Klar, auf schwer wäre das wahrscheinlich nicht gegangen. Aber trotzdem. So, ja, eigentlich habe ich ja keinen Bock, mit ihr da zu kooperieren oder ihr überhaupt diese Position zu geben, aber... Naja, gut. Der Judikator Ulbricht plant in Ignadon eine Großoffensive gegen die Alps. Ach ja? Und wann kommt der Teil, der mich interessiert? Er sucht einen Feldherrn, der einen Teil seiner Armee dabei anführen soll. Kennst du jemanden, der eine Kampftruppe anführen kann und sich für den Job freiwillig melden würde? Soll Ignadon brennen, dann hätten wir endlich erreicht, was wir wollen. Okay, vergessen wir das. Hey, warte mal. Was genau hat dieser Mistkerl denn vor? Er will den Konverter in Ignadon angreifen. So viel ich weiß, ist das Ding besonders gut bewacht. Bis unter die Decke vollgestopft mit Kampftruppen und Maschinen der Alps. Hab ich auch gehört. Sind die Jungs da drüben echt schon so verzweifelt, dass sie einem Outlaw ihre Kampfmaschinen anvertrauen würden? Und wenn es so wäre? Wahnsinnige! Das gibt eine Materialschlacht! Ich bin dabei! Du? Halt die Fresse, du Penner! Wer glaubst du, hat die Jungs hier angeführt, als wir uns diesen Stützpunkt hier unter den Nagel gerissen haben? Der Duke? Ha, nein, mein Junge. Ohne mich würde er immer noch in dem Loch verrotten, in dem wir früher gelebt haben. Da gibt es nur einen Haken. Ja, ja. Ich kenne die Kleriker. Mir ist schon klar, dass sie keine Elex-verseuchte Schlampe an ihre Maschinen lassen würden. Ich verkaufe den Mist, den wir hier produzieren, aber ich nehme ihn nicht. Ja, oh, okay. Gibt's wieder was? Nee, gibt's nicht. In Ordnung. Ich werde sehen, was ich tun kann. Und deinen Arsch will ich in meiner Truppe sehen, dass das schon mal klar ist. Ich mach mich sofort auf den Weg zum Hort. Also, lass mich nicht warten, das würde dir nicht bekommen. Die ist so abgefuckt, die Braut. Alter Scheiße, nee.
Gut, wir haben Level Up. Das werde ich jetzt noch in diesem Part machen. Intelligenz habe ich gesagt. Wups. Und dann müssten wir das meines Erachtens eigentlich schon haben. Dann gehe ich jetzt nochmal zu den Berserkern, würde ich sagen. Das macht am meisten Sinn. Und dann gehen wir nochmal alle Lehrer ab. Die klapper ich jetzt nochmal alle ab, rüsten uns nochmal schön aus. Und dann ist der Part auch schon zu Ende. Beziehungsweise ich mache schon früher den Cut. Die ganzen Einkaufsangelegenheiten werde ich jetzt nicht noch mit aufnehmen. Ja, ich bin sehr gespannt. Gerade ziemlich spannender Cut, weil das ist ja alles Voraufnahme für mich. Sprich, ich werde jetzt wieder mehrere Tage nicht wirklich Elex spielen. Aber umso spannender ist mein Gedanke, wenn es denn weitergeht, wie die Schlacht so aussieht. Von da aus bin ich sehr gespannt. Und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part, wenn es die nächste Folge gibt, wieder dabei. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, wir haben einiges erreicht. Wir sind endlich mit Karja zusammen. Das ist unsere Braut hier in dem Spiel. Wir haben es endlich geschafft. Ich denke mal, das ist die richtige Wahl. Alle anderen hatten mal keinen Bezug. Beziehungsweise Karja ist nun mal bei den Berserkern. Und deswegen hat sich das Schicksal nun mal so gefügt, wie es sich gefügt hat. In dem Sinne, haut da Rinsen. Mit einem ganz bekannten Grinsen. Tschüss.